Okay, wir müssen erstmal nach da. Und dann schauen wir mal, was wir hier genau machen müssen. Das ist eine Riesenapparatur. Ah, schon klar, was wir machen müssen. Jetzt dich Stase ein. Ach so, ja, das geht. Kann ich das erstmal anschieben? Lass mich doch in Ruhe arbeiten. Mein Gott. Was, der verliert immer noch Blut? Wollen wir dem mal stundenlang zuschauen? Und gucken, wie viel Blut er noch verliert? Ich merke schon, ich werde gerade mega verschwenderisch mit der Munition, weil ich einfach keine Angst mehr davor habe. Zentrifugenantrieb. Wo seid ihr? Hergestellt. Wo seid ihr? Ich kann den nicht lokalisieren. Wo ist der Arsch? Komm. Ach da, hallo. Heb ab. Haben wir schon wieder voll? Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ach ja, das war übrigens doch ein Halbleiter, den wir vorhin gefunden haben. Jo, 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 jo. Wohin? Dahin. So, da ist das. Dann springen wir dahin, voller Euphorie. Ja. Gut und schön. Gut und schön. Zentrifuge. Aktivieren. Aktivierung der Zentrifuge leitet Gravitation ein. Gut, und wenn ich das nicht will? Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Gut. Jetzt hören wir alles gedämpft. Gedämpft, gedämpft. Und wir kriegen gleich bestimmt wieder Besuch. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Was so? Oh! So, Leute, wir sind das erste Mal gestorben. Thema, beziehungsweise Ende vom LP. Nein, natürlich nicht. Naja, die Moral von der Geschichte. Augen offen halten. Aber ich glaube, wir schauen erstmal, was da hinten noch drin ist. Weil das habe ich vorhin, glaube ich, grandios übersehen. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass da etwas ist. Was uns umbringen kann. Was ist denn da drin? Na, toll. Was für ein blöder Mist. Ich habe gedacht, da wären Energieknoten drin. Bäh. Ich habe mich schon so auf den Energieknoten gefreut. Mann. Zentrifuge aktiviert. Ja. Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. So, jetzt sehen wir auch, dass sich da was bewegt. Und wir können es nicht verlangsamen. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Irgendwie passt das nicht. Wieso wird der langsamer? Das... Okay, den Weg soll ich anscheinend nicht nehmen, weil da... Das zieht's doch nur in die Länge.
Nee. Ah, Starship Ishimura. Nö. Ich kann nicht essen. So. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich wird mit planetarer. Ach so, der war um. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Jedes Mal etwas mehr Erkenntnis. Wir sollen dem Teil also entgegenrennen. Kranke Scheiße. Auf geht's. Auf geht's. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Jo, der dritte Versuch. Ich gebe mein Bestes, Chef. Juhu. Wäre wohl besser gewesen, noch etwas zu warten. Auf geht's. Weiter. Wie ich nicht treffe und wie das Vieh keine Lust hat, mich anzugreifen. Ah ja, wir haben noch 50 Sekunden. Das reicht doch aus. Ach, und diese Stille, es ist schön, es ist toll. Na, na, na. Ist da jetzt was anderes drin gewesen? Verarschen. Liebe Leute von heute. Mach das Teil doch wieder zu. Ende des Danke. Vakuums. Luft, frische Luft. Ich frag mich, wo die hier überhaupt die frische Luft herbekommen. So, einfach mal zur Sicherheit. Weil wir gerade ja schon grandioserweise mehrfach gestorben sind. Geht's jetzt, ja. Nachladen muss ich nicht. Aufi. Wow! Hilfe! Okay, was? Okay, das Vieh. Weg. Autsch. Woher kam das Vieh? Gut, wir haben das jetzt nicht rausgefunden. Kam wahrscheinlich von dort. Muss ich wieder zurück? Ja. Ich schau aber trotzdem mal eben, was da hinten auf der anderen Seite ist. Just for the lulz. Wir laufen um die Zentrifuge herum. Dum. Lager Notfallvorräte. Ja, die wurden von wem anderen genutzt. Da. Einen Energieknoten für uns. So. Und wieder laufen wir. Und wieder laufen wir. Diesmal ohne Angst. Denn wir wissen, dass wir bewaffnet sind. Ja, von wegen. Ach, liebe Leute, ihr wollt mich doch ärgern. Gleich passiert wieder irgendwas. In solchen Spielen hat man keine Ruhe. Genau, komm rein. Hier bin ich sicher. Kommt rein. Ihr seid willkommen. Aber anscheinend hat er keine Lust reinzukommen. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, geht der Prophet eben zum Berg. Und Gregi hat eine neue Datei angefangen. Nein, Fraps. Hoffentlich lässt er uns mal in Ruhe. Dann können wir hier noch in Ruhe werkeln. Können wir nochmal den Schaden erhöhen. Dann kriegen wir eine tolle Superwaffe. 16 Schadenspunkte macht das Teil jetzt schon. Das ist toll. So, und jetzt kommen wir zu dir. Der Überraschungsmoment war da. Er hat gewirkt. Leider besser, als ich erwartet habe.
Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quicklebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebaut haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Aha. Aha. Wen haben wir da denn wieder gefunden? Hat der Hammond nicht gesagt, dass die alte Tante tot wäre? Aber nein! Sie ist auch noch quicklebendig. Anscheinend. Und wie ich vorhin auch, Ich rede immer von vorhin. Scheiße. Wie ich früh auch gesagt habe, als wir ins zweite Kapitel gekommen sind, als der Hammond uns gesagt hat, ja, die ist gestorben und ja, wir haben jetzt ein Problem. Ja, stimmt anscheinend doch nicht. Die hat anscheinend doch überlebt, die alte Tante. So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen verkaufen. Luft kann ich da brauchen, wann nicht. Ich hab so viel Munition. So. Ach, ist das toll, jetzt... Ripper, nein, den kennen wir ja schon. Energieknoten, ich bin ein Suchti, ich bin ein Energieknoten-Suchti. Wir haben wieder zwei Energieknoten. Und ich kann nicht singen und das ist mir scheißegal. Ach, da geht's lang, okay. Wollen wir einmal speichern? Komm, wir speichern einmal. So. Da. Oh, Biohazard. Was steht da oben? Hier steht gar nichts. Steht hier irgendwas? Nee. Der Raum führt uns nicht so. War hier noch irgendetwas? Ja. Haben Wollo. Geld. Kontrollraum, was? Erinnerung, synchronisieren Sie direkt regelmäßig. Alles klar. Was heißt eigentlich aktualisieren? Heißt das eigentlich, sich eine neue Rig zu kaufen? Ist das ein Riesenteil. Warning, Zero Oxygen Area. Warning, Variable Gravity. Okay, also geht's damit weiter, was wir vorhin auch schon hatten. Keine Luft, keine Gravitation. Eintritt, Schweremäßigkeit. Ja. Okay, und wo soll's jetzt hin? Whee! Ah, dieser Blick ist schön. Richtig klasse gemacht. Aber den kann man leider nicht ewig genießen. Ziemlich geil. Naja, wir müssen weiter. Flieg und Sieg. Zack. Ich habe komplett die Orientierung gerade verloren. Das ist nicht so gut. Ich hoffe mal, wir müssen dahin. Ansonsten gehen wir gleich einfach mal wieder stumpf zurück.